heißt Backend Active. Und Stormling Studios. Gemacht auf der Unreal Engine 4. Ein Spiel namens Transient. Es ist anscheinend ein Adventure-Laufspiel-Rätsel-Simulator. Ich habe Adventure-Rätsel-Laufsimulator, so würde ich sagen. Und es sieht auf jeden Fall schon mal lustig aus, der Start, meine Maus auch. Ja, ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich weiß nur, dass ich um 22 Uhr die Sendung ausstrahle, weil das ein Horrorspiel ist. Inspiriert von Lovecraft. Und was soll ich noch lang reden? Los geht's. Ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich habe nur gute Bilder gesehen. Und ich kann die rechte Maustaste drücken zum Überspringen, aber ich möchte bitte das Intro auf Deutsch, nee, Englisch ist das, doch, Deutsch, sehen, denn eine Geschichte ohne Story ist ja nicht so geil. Eine Reihe katastrophaler Ereignisse beendete die Zivilisation, wie wir sie kennen. Ein Rat von Wissenschaftlern namens Kepra, der von vier brillanten Köpfen geleitet wurde, bemühte sich um den Bau einer gigantischen Kuppelstadt, die dem Zahn der Zeit standhalten sollte. Die Stadt Providence. In dieser neuen Ära der Kybernetik und der Implantate fand die Gesellschaft Frieden in ihren eigenen künstlichen Cyberwelten und verlor so jeglichen Bezug zur Realität. Die Stadt schützt sich weiterhin gegen die Erosion der Zeit und sichert so den Fortbestand der Menschheit. Für immer. Auszug aus dem Buch Ahir Zammar. Und dann sehen wir eine seltsame Statue, die vom Zahn der Zeit zerfressen ist und ein halb verwirrendes Skelett zeigt, was ins Spiegel guckt. Now is the time for our final confrontation, Carter. Despite all you have witnessed, it is clear you have no intention, not even the will, to escape. In our previous interrogations, you vainly suggested that your physical reality was secondary to your dreams. Merely another nightmare of your morbid imagination. We know that you use supernatural methods of inquiry. So tell me, how have you managed to visit these dream realities of yours? That's still your question. I thought you're omnipotent. My answer is the same now as it always has been. I'm not telling you! Face your reality, Carter. Here you remain, a prisoner on your own mortal coil. I have offered you so many chances, but you choose not to take them. Very well. It is true that I have my ways of knowing. I promise the journey will not be pleasant. Okay, das fängt schon mal mit einem Cold Opener an. Man hat nämlich keine Ahnung, was los ist. Und nun sind wir in dem, was der Typ da wahrscheinlich uns angetan hat. Ich kann mit der Maus drehen. Bisschen schnell vielleicht. Und ich kann gehen. In alle vier die Richtungen.
Und weil das so prominent da stand, gehe ich mal ins Licht. Und wundere mich, warum die ganzen Algen da sind und ich Blitzschuss hatte. Aber wahrscheinlich gehört das dazu. Ja, das war der Teillauf-Simulator. Jetzt sind wir im Teil jenseits aller Sinne im Kapitel 1 dieser wundervollen Geschichte. Ich hoffe, dass sie gut erzählt sein wird. Jetzt bin ich ein komisches Viech. What is happening? Yeah, that's why I play the game. Ein wunderschöner Ort, wo ich mir gleich die Rückseite angucke, denn ich gehe davon aus, dass ich hier nicht weiterkomme. Viele Kabel in der Wand. Einfach mal genießen. Und ein Baum. Da saß ich gerade, hier ist Sand. Und da hängen seltsame Wesen an der Wand. Die nur im Halbdunkel erkennbar sind. Die Lampe will ich auch. Und meine Aufmerksamkeit wird auf das... Once more, you enter this place of desolation and ruin. Long have I watched you, your every waking and every passing. I sensed you from afar. Now I will guide you through these tenebrous fields into the Tahome. Welcome back, Carter Chalibi. I remember your voice. Who are you? You discern my speech well this time. That's good. Comprehension comes when you are focused. Now, proceed. Sofort, ich möchte noch mal kurz den Pilzkopf hier sehen. Ein Hell, bitte. Bin gleich da, das ist voll krass. Und noch mal eine Lampe und noch mal so ein Typ. Die Beatles sind also auch da, die Pilzköpfe, und ich gehe mal hier lang. Danke, hey. Schön. Das Ganze sieht auch gut aus. This place. Was passiert hier? This city was built eons ago by a race much more advanced than yours. Only a handful of your kind could reach this point, but not further. Continue on. Maybe you'll know more this time. Schön. Okay, ich gehe weiter, danke. Flammen, die hier brennen. Nochmal so eine geile Lampe an der Decke. Keine... Skelette und Gebeine und Schlangen, die über die Tür gleiten, wenn ich sie öffne. Hier sind auch wieder so. Gut, das sieht jetzt eher aus wie Quallen, aber. Tentakelgesichter. Bin ich drauf getreten? Man weiß es nicht. Ah, schöne, düstere Gänge. Und ein... eine Art Spinne? Also ein Insekt, was einen grünen, roten... Okay. Behold the ongoing process of dissolution. When the time comes,
These creatures devour everything, dead or alive, until there is nothing more. Ah, die sehen toll aus. Proceed and find me on the frontier of the dissolving illusory. Okay, Arachnophobie-Trigger. Was hast du gesagt? Ich soll kräftig dann nach vorne? Okay. Ja. Das sind wieder die Viecher, die die Merkel-Haltung haben. Ja. Die wissen auch nicht, was sie tun sollen mit ihren Händen. Und wieder eine dicke, fette Spinne. Cthulhu-Sachen, ja. Moin. Oh, hier waren wir unter Wasser, würde ich sagen. Sieht so nach den Dingern aus, die unter Wasser wohnen. Hier, Korallen. Die bewegen sich sogar hier. Wieder zwei von den Pilzköpfen. Korallen, Korallen und eine Tür. Ich will gar nicht Shift drücken, fällt mir gerade auf. Normalerweise laufe ich immer. Aber in dem Fall hier. Klick. Keine Schlangen. Stattdessen ein runder Raum. Den ich immer wieder faszinierend finde, weil ich eigentlich nur eckige Räume kenne, also hier zum Beispiel. Dann haben wir hier was in der Mitte, wo ich mich so hinstellen könnte. Komische Dinger, und ich habe schon gesehen, dass ich hier irgendwie anfassen kann. Wahrscheinlich muss ich alle anfassen. Dass sie sich drehen. Und dann hier einmal rumgehen und mir alles angucken. Keine bestimmte Reihenfolge, oder? Nö. Sieht nicht so aus. Ist hier keiner die Maschinen immer, da müssen sie Energie sparen. Alle machen sie die Maschinen gleich wieder aus und ich kann wirklich hier an die Kugel ran. Ich hab Beine. Du drehst schon, du noch nicht. Interessant. Jetzt tut sich was. Wollen wir mal gucken, ne? Schönen Abend. Oder auch nicht. Hier ist noch offen. Oh, jetzt habe ich verpasst, wie das Ding aufgeht. Na, machen wir vorne. Hallo, bringst du mir ein? Wer bist du? Who are you? I am the last High Priest of the long extinct Dariel race. Faded away eons ago, erased from the annals of time and space. You reanimated my body, as you have many times before. We've met over and over again, in different times, but exactly the same place. Man hat dich ein bisschen laut gestellt, finde ich.
Hast du einen Namen? Das fragte ich mir eigentlich. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, Günther Herbert oder irgendwie heißt du und dann sagst du, wer du, was du bist. Naja. Und wo bin ich hier eigentlich gerade? Where am I? You are in Cor-Cherish. Cor-Cherish. Eons ago, my kind entered this region of transition. Broke the bonds of a material existence and built this place. Cor-Cherish is perilously close to the heart of Zeon. This is no place for your kind to traverse. I suggest you go back. Kann ich nicht. Das wäre uncool. Was ist denn gerade passiert? What just happened? My remains have been kept here for calling me from beyond to this semi-physical plane of existence. You've reanimated my body, as you have many times before. I know you, Wayfarer. We've met over and over again, in different times, but exactly the same place. Deswegen verrätst du mir deinen Vornamen nicht. Okay. Was genau ist Tehom? What is Tehom, exactly? Far past the corrupting intrusions of matter and lesser forms of truth, Tehom is the space beyond life and death. Beings of lower planes can only, with their ignorant and brief glimpses, feel its existence. Only the more susceptible among them can understand what they see and thus yearn for it until their existence is exhausted. Tehom is the final step before the incomprehensible metamorphosis takes its course. But this is something I am also yet to see. Okay, wie hast du es genannt? Eine semi-physische Ebene der Existenz? What did you call this? A semi-physical plane of existence? Yes, this is the next stage of evolution. A region of transition from corporeal to incorporeal. The last frontier of all material cosmos. Okay, danke. I can remain here no more, for the consistency of this vessel is losing its integrity. Heed my words and return to your own waking reality, wanderer. You cannot comprehend the implications this place has for your kind. Ja, ich guck mal, wie mir das Spiel lässt. Und tschüss. Damit geht das Tor da hinten auf. Nehme ich an. Ja, es fängt sehr strange an und da stehe ich total drauf. Ich kann sogar schneller laufen, okay. Ein Dia-Projektor. Naja, da mache ich nur Licht. Was liegt da denn von der Decke? Kann ich zoomen? Nein. Blau leuchtende Algen. Aber die sorgen für Licht, das ist schon mal gut. Ich bin irgendwie begeistert, dass die Türen nicht wieder zugehen. Dann liegt hier irgendwas besonders rum. Das sieht. Sah kurz aus wie ein paar Finger, die so. Aber das sind die anderen Korallen hier. Schwierig, das zu zeigen, wenn. Automatische Sprecher. Spinnweben. Wo sind. Akku. Eine größere Höhle. Da ich den Weg auch nicht verlassen kann, bleibe ich drauf und bin bei einer Pyramide. Carter.
Alice? Da war gerade Alice. Alice, wait for me. Warum? Ich kann. Ich muss Alice hinterher. Alice ist bestimmt Realität und